Ich habe einen Workshop bei der Vielfaltstour jetzt gehalten zum Thema Werte und Menschenrechte im Sport. Jede Mannschaft bewertet den Gegner auf einer Skala von 1 bis 5. 5 sehr fair, 1 sehr unfair. Diese Punkte werden am Ende auch zusammengerechnet und dann gibt es einen Fairplay-Sieger nach jeder Turnierrunde. Team Gelb kommt zum Dennis und jeder kriegt 3 Murmeln. Bei dem einen Spiel haben wir halt verloren und dann haben wir aber durch das Fairplay halt nochmal Murmeln bekommen. Wir sind seit 6 Jahren im Bereich Audiodeskription unterwegs. In unseren Workshops ist praxisnäher einfach ganz wichtig, wie zum Beispiel das Fühlmemory oder auch das Hörmemory, was ihr ausprobieren könnt. Wir haben auch einen Riechtest dabei. Unser Workshop geht unter der Beschreibung Werte im Fußball. Es kommt nicht auf das Geschlecht an, also ob man jetzt Junge oder Mädchen ist, sondern um den Menschen. Da waren wir sehr überrascht, wie motiviert die sind, was Neues zu lernen. Aber bis jetzt müssen wir sagen, das hat uns sehr positiv gestimmt.